So. Mal gucken, eine kleine Mission. Wo meinst du, Citadel fliegen oder? Ah nee, Quatsch. Muss wieder. Abgelegt. Machen wir das jetzt mal. Mal gucken. Können wir gleich mal die neue Waffe testen. Jo, jo. So. Passt schon. Bin ich so ein bisschen überladen. Die Kräfte laden sich langsam auf, aber naja, gut. Cerberus-Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren, aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hacker, Ende. Aber wieder aufräumen jetzt, ja. Dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. Sehe ich nicht mehr hier. Oh, jetzt haben wir die Black Widow hier. Oh. Freunde, die ist gut. Das ist nicht die Tempest, nicht, nee. Ich muss mal gucken jetzt, wohin muss ich denn? Was? Ja, ist hier geschossen, bitte. Ey, du Mist! Nein, nein! Lass das! Solange ich hier bin. Das ist ein blödes Versteck gewesen. Richtig blöd. Da! Verstärkung ist eingetroffen! Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Das ist die Tempest. Böse, was, wo? Scheiße. Komm hoch. Komm hoch.
Ich warte jetzt, komm hoch. Komm. Yeah. Jetzt hat er hier, stirbt doch nicht, was wohl? Okay, das war ganz schön böse. Da war einer weniger. Schießt gut. Die schießt sogar recht schnell. Ich finde die ganz gut. Weil die ist hat. Vor allem übelsten Durchschlagskraft hat die. Hast du daneben geschossen? Ja. Du nervst. Oh, gleich durch, chill durch. Nur nicht den Kopf verlieren, Freunde. Na du? Wo ist er hin? Meiner Garrus, haha, wer ist der beste Schütze? Na? Vielleicht werden das Thema mal. Und zack. Na komm runter. Au, er hat mir getan. Ah, gut. Wo geht denn hier hin? Kommt doch mal, Freunde. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Oh. Jetzt nicht mehr. Wo ist mein Schild unten? Ach, da! Ach, guck mal! Nein! Nein, keine Muni mehr! Was? Oh! Schau mal, die Tempest nehmen hier! Okay, die ballert überall hin, nur nicht da, wo sie hin soll. Okay, die Tempest muss ich echt. Na du? Kannst dich selber mit auf die Liste schreiben. Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor, um die Evakuierungsroute zu sichern. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Ja, cool. Gehen wir mal kurz hier rein, ne? So, mal einfach zum Gucken. Man weiß ja nie, vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu holen. Nö, sieht nicht so aus. Oh, eine kleine Nebenmission, um hier ein bisschen die Ordnung zu wahren. Muss ja auch sein. Ja, das muss ja auch sein. So. Na dann. Angriffe gegen andere Städte auf Benning rein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Gut. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Naja. Na, Tiegel wird. Mal gucken, was wir jetzt noch so an Aufträgen haben. Ich hatte gedacht, du hättest mehr Verständnis für jemanden, der zu Cerberus geht. Aliens waren doch noch nie dein Ding. Ja, ich habe mich verpflichtet, um zu kämpfen, wie alle anderen auch. Gibt es noch irgendwie eine andere Mission? So, jetzt müssen wir wieder zurück. Und da muss ich dann durch. Zack. Und hier. Okay, Artefakt finden.
Kundschafter. Das war die Ratsherrin oder wollen wir das Artefakt holen? Ich rede das ja mit dem. Geh erstmal zur Asari-Ratsherrin. Aber über der Typ dann vielleicht erschossen? War ihm nicht aufgehört, die zu ernten? Weiß ich nicht. Na gut, wir gehen erstmal zum Asari-Herrn. Ich kann mich da auch nicht so entscheiden, das ist. Oh. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Ach nee, Quatsch, das war falsch. Botschaft brauche ich. Ich brauche Botschaft. Nein, das war falsch. Entschuldigung. Ach ja, na gut. Ah, hier war ich falsch. Ich wollte. Ich stehe, ich wollte Botschaft. Ich wollte es zu schnell. Ja. Hier wollte ich. Ich wollte ja in Medinas Büro, was ich mit uns treffen, ne? Bin ich mal gespannt. So. Gibt's hier irgendwas? Hallo? Möchte ich mit jemandem reden? Was? Was? Ah ne, jetzt war das Schild drin. Oh. Hinten hat sich auch nichts geändert. So wie es aussieht. Ja, hat sich auch nichts verändert, oder? So. Billy, wollen wir nicht rein? Da wollen wir rein. Da wollen wir rein. Also, C-Sicherheit. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard, haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt ihrem Tigel immer noch eine wichtige Komponente, die sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Mhm. Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Aha. Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Nein. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Wenn es so wichtig ist, warum verstecken Sie es? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Danke für die Hilfe. Es ist zu unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Wenn's hilft. So. Oh, das ist ja interessant. Jetzt kriegen wir vielleicht den Katalysator raus. Aber ich schon eine Vermutung habe, was der Katalysator ist. Na gut. Ah, jetzt kommt's gerade hier. Sachen, wir machen da jetzt daher auch ein bisschen schnell. Was? Ah, da hat ja nervst. Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Los geh. Prima. Wenn wir gleich mal losmachen, würde ich sagen. Jetzt muss man das Artefakt holen. Am Ende kann er die Sator in die Finger kriegen. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht so einfach wird.
Ich speichere mal eben. So. Na, dann suchen wir uns mal den kleinen Sator. Gucken, ob das Artefakt wirklich uns sagen kann. Ah, hier. Ah, ich wollte das noch. Das mit dem General hier wollte ich erst noch machen. Das Artefakt holen. Treibstoffdepot, wir tanken mal schnell auf. Das. Wieso kann ich. Auch schon wieder voll. Wo kommt denn das jetzt her? Ah, hier ist es doch schon. Geil. Tessia. Ja, Sarah Heimatwelt. Okay. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Schon. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Mist. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Also kommt die definitiv mit, okay. Nehme ich noch als zweites Mitglied, nehme ich Garrus mit. Oder nehme ich mal James wieder mit. Zum Schießwütigen. Obwohl, nee. Ah, hier, bei ihr muss ich noch die Waffen upgraden. Das habe ich noch nicht gemacht. Gut. Was haben wir hier? Modifizieren wir ihre Waffe einfach mal. Schaden. Präzision und Schaden erhöhen. Auch wenn es nur minimal ist, aber besser als nichts, ne? Die war doof. Die macht gut Schaden. Das könnte ich hier modifizieren. Nee, die ist nicht so dumm. Die war nicht schlecht. Ah, die ist halt nur so tief gegen. Jetzt lässt sie die halt. So. Passt so, denke ich mal. Hoffe ich. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Artefakt ist. Und was uns daran hindern wird, das Artefakt zu kriegen. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Benesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckt ihr doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Krass. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an ihre Mutter. Sie hat gekämpft, um sich von der Indoktrination zu befreien. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Nee. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Und die Erde. Wird schon schief gehen. Oha, das passt schon. Hey, anschnallen. Das dürfte turbulent werden. Und der ist top als Pilot. Haut hin. Bringen wir es immer sicher runter und sicher weg. Wow. Was haben wir denn da? Barrikade? Kann nicht wirklich passieren.
Och. Juhu. Bin doch schon unten. Ungedeckt von der Seite alles. Ist doch gut. Auf dem vielleicht. Ach cool. Die machen quasi Schutzschilde um die herum und die können dabei schießen. Das ist taktisch eigentlich total geil. Ist hier irgendwas, was ich mir krallen kann? Oh, sorry. Hey, geh da runter! Komm da runter. Das wollte ich nicht, ich schwör's, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht über die Leichen laufen. Oh, wo kann ich schon erschrocken, wo ich das gesehen habe? Oh, tut mir mega leid. Was? Alles geschürzt? Ja. Bin schon dran, Freunde. Sehe ich, ist weg. Mach ich. Ach, Mist. Konzentration. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort. Stoppen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Wow. Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Es ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ja, ich weiß, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie hier von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Mit der Superwaffe der Proteaner gewinnen wir diesen Krieg. Proteaner? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Curran, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Hoffen wir's. Ja, toll, Tür zugemacht. Aber wenn ich das schon sehe. Wenn ich die Teile schon sehe, da oben. Danke.
Zick, zack, ich mach gleich einfach voll draufhalten. Passt schon. Oh, die Stadt sieht schon cool aus. Ist das Wasser? Ja, das ist Wasser. Boah, wow, ich find's nicht cool. Das Loch da so richtig im Wasser mit Haufen Wohnungen drin oder was? Bis sonst wie tief. Aber jetzt sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Da kann man nicht. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Kann man speichern? Ja. Ich speichere sehr gerne. Vor allem, wenn ich das in LP mache, dann ist das schon mir sehr wichtig. Dass ich selber irgendwas mit Aufnahme sein neue Startpunkte habe, dass es immer schön passt. Auf dem Gebäude da, wir haben Feuerschutz. Echt? Wie lange? Ich wollte es gerade sagen. Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, Liara. Was für ein Feuerschutz, wow! Dinger schlachten meine Leute ab! Dann zahlen sie es ihnen doppelt zurück! Richtig. Hm? Auf die Flanken achten! Sie dürfen uns nicht umstellen! Dort. Könnt ihr auch mal schießen, Freunde? Ey! So geht nicht drauf! Jetzt! Die macht gar nichts, die stehen bloß blöd, oder? Mir geht die Muni aus, wenn ich so weiter baller. Seh dich, du Sack. Hm? Was ist das? Moni. Nö. So wolltest du die einfach aufgehen? Wollen das die einfach aufgeben? Wenn der Poki killt dann von denen, wisst ihr wie sie sind. Sie haben einfach zu viele. Und wir zu wenig. Da oben. Ja, sehe ich. Was jetzt? Was? Oh Gott. Sehe ich. Ich glaube, die wollen auf deiner Seite hier lagen. Also das wird die jetzt, oder? Das war's nie der nächste. Also natürlich sehr gefährlich hier, ich meine. Es gibt ja bestimmt welche von denen, die mutieren können. Oh, einen Moment.